Hallihallo und willkommen zu The Order 1886. Wir haben gemeinsam mit Nani, oder wie sie heißt, der Königin von Indien oder so, nein, nicht wirklich, aufgedeckt, dass irgendeine Kompanie, die mit unserem Ritterorden in Verbindung steht, Vampire nach Amerika auf den neuen Kontinent bringt und irgendwie sowas. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr habt es ja gesehen. Ich muss es ja nicht erklären. Nur zur Erinnerung. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich hab dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden, bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist, Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie! Holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek! Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich erlaube es nicht! Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten... Wird deine Aussage deinen Vater überzeugen? Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Okay.
Lass mich raten, wir müssen uns gleich wieder ganz schön durchschießen. Warum nehmen wir nie Waffen mit zu solchen Missionen? Wartest du auf mich? Muss ich irgendwas... Ah, okay. Versteckte Ladezeit wahrscheinlich. Hallo. Und jetzt? Der Tee ist angerichtet. So, so. Wie besprochen. Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Aufs Dach geht's, durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Ist der Tee für uns? Ich hätte gern einen Schluck Tee, aber scheinbar muss ich die Waffen vom Tisch nehmen. Von welchem Tisch denn? Ah, da. Was ist denn das da? Armbrüste. Ja, sieht so aus, ne? Ah ja, okay, ich muss es mir wieder anschauen. Ja, sehr schöne Waffe, danke. Trommelmagazin. Rühren wir ein bisschen um. Ja, genug umgerührt. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los, gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Okay. Ja, komm, Bruder. Hier lang. Ich versuch's. Ah, jetzt. Na? Ist der gerade da reingegangen? Nee, darüber. Sollen wir weitergehen? Was? Was hat er gesagt? Sollen wir was? Ich muss immer so lange warten. Oh oh, bis ich abstürze. Mir geht's gut. Naja, aber die Dachrinne ist kaputt. Na super. Wer soll das bezahlen jetzt? Na, komm. Hoch mit dir. Da. Francis' Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich. Er muss seine Schuld begleichen. Und jetzt hängt er mich Wenn auf. Er sein Wort nicht halten kann, Verräter. Ist unangenehm für ihn. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Wie wär's mit diesem leuchtenden Punkt da? Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut, bringen wir das Seil an. Ich hab's mir gedacht. Geschafft. Ich wollte eigentlich dadurch, dass ein Seil dran hängt, sehr viel höher zielen, weil ich mir dachte, der ist schwer. Das ist schwer, das Seil. Aber nee. Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Moment, das stimmt doch gar nicht. Wenn irgendwie Jack the Ripper in ihrem Schlafzimmer wartet und sie weiß es nicht, kann ihr trotzdem wehtun. Oder etwa nicht? Ist man unsterblich, wenn man absolut dumm ist? Vielleicht. Vielleicht ist das das Geheimnis des Ordens. Die wissen einfach nichts. Deswegen kann ihnen nichts was tun. Genial. Oh, na super. Hey, hey, hey. Hallo. Bitte nicht schießen.
Was ist das? Es müsste eigentlich meine Armbrust sehen. Wir haben keine Wahl. Verdammt, geh schon runter in den Garten. Das Tor wird verschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Wenigstens erwähnen sie, dass wir auch aus der Sicht von dem anderen Kerl, der mit mir dabei ist, hier wirklich unsere Verbündeten töten. Einfach so. Wegen einem unbegründeten Verdacht. Also für meinen Partner unbegründet, ne? Wir haben ja die Information. Aber er hat sie nicht, genauso wie ich sie vorher nicht hatte, unser Charakter mit ihr. Warum sind hier alle so gutgläubig in dieser Welt? Oder vielleicht sind Menschenleben einfach nicht besonders viel wert. Nein! Das habe ich jetzt davon. Das kann schon sein. Vielleicht ist das auch einfach so, naja, mein Gott, wir haben ja nur 10 Leute getötet oder 20 oder 100. Das ist ja wohl nicht so schlimm. Moment mal, kann ich die Armbrust benutzen? Ja, die ist bestimmt lautlos. Ah, das macht es ein bisschen leichter, denke ich. Aber wahrscheinlich ist die auch, habe ich wirklich nur 5 Schuss? Vielleicht. Könnte schon sein, ne? Wer weiß. Vielleicht kann ich die Bolzen wieder nehmen, nachdem ich sie benutzt habe. Wow, aber den machen wir Stealth. Hat wirklich einer von denen einen Schlüssel oder der letzte einfach? Oh oh. Da ist eine Hecke. Ich weiß nicht, ob ich durch die... Kann ich durch die Hecke durch? Der kommt mir entgegen, glaube ich. Schnell, über die... Über, spring drüber! Ich kann da nicht drüber springen. Oh Gott! Und? Nein, ich kann die Bolzen nicht wieder bergen. Dann sollte ich mir die gut einteilen. Ich glaube, ich benutze lieber gleich noch einen. Cool. Und? Schlüssel? Nee, ich schätze, dass ich schon hingehen muss, oder? Zum Schauen. Du weißt es ja auch. Oh, ich glaube, das ist der, der uns schon beim letzten Mal gekillt hat. Na gut, ich muss die nicht wirklich durchsuchen anscheinend. Oder ich weiß nicht. Ich habe den Schlüssel. Nimm ihn und geh in den unteren Garten. Was? Und jetzt haben wir den Schlüssel. Ach so, nicht wirklich. Ich kann ihn jetzt holen von dem da. Okay. Wir haben es von da oben schon gesehen, wie der Schlüssel geklimpert hat. Schließe das Tor auf. Welches Tor denn jetzt? Ah, Glück gehabt, das da. Lucan, ich bin durch das Tor.
Wo gehen wir jetzt hin? Da hoch, wieder in den Hochgarten. Scheinbar. Habe ich eigentlich noch... Ich habe noch einen Bolzen, wenn es sein muss. Okay. Einen haben wir noch. Na super. Hey! Hey! Ja, was kann denn nicht dafür, wenn das Ding verschwindet aus irgendeinem Grund? Der hat jetzt ewig gebraucht, bis der sein blödes Messer aus der Hosentasche zieht. Und als er es dann endlich rausgezogen hatte, konnte ich nicht schnell genug, also ging das gar nicht schnell genug zusammen, das Dreieck. Der Kreis. Zum Dreieck. Und dann stand er blöd da und hat geguckt. Ach, hier ist auch eine Treppe hoch. Aber dann ist der Killer, der Wächter auf der Seite, oder? Muss ich aufpassen. So, letzter Schuss. Triff dich mit Lucan. Ja, wo ist er denn? Lucan, hast du noch eine Handvoll Bolzen für mich übrig, zufällig? Du brauchst doch deine gar nicht. Gib doch mal ein paar ab, Mensch. Wo ist er denn? Ah, da. So, Leute, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir hier mal einen Cut für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen geht's weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.